wo die Probleme wirklich liegen. Wir haben genug geredet und Süßholz geraspelt. Auch wenn ihr es vielleicht nicht hören wollt, aber die Zeit ist gekommen, die Probleme auf den Tisch zu legen. Einfluss. Das ist ein gewichtiges Wort in unserer Welt. Aber wer hat eigentlich Einfluss auf wen? Nun, es ist so, wie es ist. Wir stehen am unteren Ende der Nahrungskette und werden Tag für Tag Opfer des Einflusses aller, die über uns stehen. Und das sind eine ganze Menge. Wir leben also nun am Fuße der Gesellschaft und geben uns, anders kann man es nicht sagen, damit auch noch zufrieden. Das erste Problem sind also grundsätzlich wir. Ja, wir. Nicht die anderen. Und wenn sie uns mit Füßen treten. Wir sind verdammt nochmal das erste und mitunter größte Problem unserer Gesellschaft. Wir müssen endlich anfangen, auf eigenen Beinen zu stehen. Mein Gott, so schwer kann das doch nicht sein. Natürlich ist es alles andere als ein Kinderspiel, aber das gehört eben zum Erwachsenwerden dazu. Wie es immer so ist, sind manche ein größeres und andere ein kleineres Problem für die Unterentwicklung unserer menschlichen Rasse. Das größere Problem sind in unserem nahezu fundamentalen Fall jene Menschen, welche ihr Potenzial vollends verschenken, aufopfern oder gar unberührt lassen, nur weil es nicht normal oder akzeptiert ist. Änderungen sind nie normal und werden genauso wenig akzeptiert. Wie denn auch? Es sind Veränderungen. Die sind dazu da, nicht normal zu sein oder akzeptiert zu werden. Wir stellen uns aber auch an. Wir sind feige, mehr nicht. Wir trauen uns nicht mal, andere Wege zu gehen, weil wir Angst vor den Konsequenzen haben, aber an die Konsequenzen, die unsere Unfähigkeit, mal einen Schritt zu wagen, mit sich bringt, an die denken wir nicht. Wie blind kann man nur sein? Lösen wir also die Probleme und rütteln ein paar Leute wach. Klar, am Ende ziehen doch nicht alle an einem Strang, aber diese Menschen sind jetzt schon verlorene Seelen. Retten wir, was zu retten ist, und preschen voran. Nichts geschieht aus Versehen. Die Absicht lenkt unser gesamtes Handeln, völlig egal, ob bewusst oder unbewusst. Wir sind in jedem Fall verantwortlich und haben im Fall der Fälle nicht nur einfach kein Recht, uns rauszureden, sondern haben nicht einmal die geringste physische oder psychische Grundlage, auf die wir uns bei unseren verzweifelten Argumentationsversuchen stützen können. Denn wir sind, wie wir sind, und da sind Ausreden sinnlos. Wir können uns schließlich nicht aus unserem eigenen Körper herausreden. Wer nun sagt, er bekäme nichts davon mit, was tagtäglich in unserer Welt geschieht, der lügt. Er lügt dabei nicht nur sein Umfeld, sondern vor allem sich selbst an. Sind wir schon so weit, dass wir uns selbst belügen müssen, um uns gut zu fühlen oder zumindest besser? Doch egal, wie gut wir diese weit verbreitete Praxis anwenden, die Schuld, die auf unseren Schultern lastet, werden wir so niemals ablegen können. Wir müssen Verantwortung zeigen und die Dinge endlich in die Hand nehmen. Es ist schon fast zu spät. Wir müssen bewusst oder unbewusst die Welt in ihrer wahrsten Form wahrnehmen und erkennen, um schließlich ausreichend vorbereitet zu sein, wenn es an der Zeit ist, auf gewisse Geschehnisse zu reagieren. Geschehnisse, welche uns alle betreffen. Egal wie konsequent wir versuchen, uns davor zu verstecken. Glaube an deine Träume. Jeder glaubt in seinem Leben einmal an irgendetwas. Damit meine ich nicht unbedingt etwas Religiöses. Nein, ich meine damit an einen Traum, eine Vision oder auch nur etwas ganz, ganz schwer Erreichbares, das man besitzen will oder einmal werden will oder auch nur erreichen will. Und in den meisten Fällen kommt dann nach langer, ausdauernder oder auch manchmal weniger langen Zeit der Moment, wo dieser Mensch aufgibt, nach diesem Ziel zu streben. Damit gibt diese Person auch einen Teil von sich auf. Es ist nicht zu ändern. Das ist der Lauf des Lebens. Muss es das sein? Oder kann man dies Nicht-Erreichte später doch noch einmal aufnehmen und diese verlorene Kraft wieder zurückgewinnen? Diesen Mut, dieses einzigartige Gefühl, das sich durch einen zieht. Es ist doch so wundervoll.